Freunde, wir liegen in die Endstation. Aussteigen. Ist die auch gemerkt? Worauf du einlassen kannst, mach jetzt, dass du rauskommst. Los, Bewegung! Meine Herren! Wenn ich da reden muss, dann ist das, dass ihr so stressig ist, wäre ich Totengräber geworden, da hätte ich eben so ruhig einen Job gehabt. Jetzt zeige ich dir erstmal dein Zimmer für eine Nacht. Ich hoffe mit Meerblick. Der gibt hier gleich Meerblick. Oh, ich sehe schon. Bestimmt im Salon. Ja, Gold ab an die Theke. Junge, ich möchte wissen, was bei dir fehlgelaufen ist. Sag mal, bist du bescheuert? Warum? Für so einen geilen Vogel wie dich habe ich da oben großen Vogelkäfig. Guck mal. Da rein? Mach, dass du da reinkommst. Dass du nicht mal ein Bett drin. Nee, aber eine Schlange, vielleicht legst du ja auch Eier, du Vogel. Meine Fresse. So, und denk dran, schön drin bleiben. Handschellen her, die brauchst du nicht mehr. So, und ich denke mal, ab morgen, wenn der Richter mit dir fertig ist, kannst du deine vornehme Fliege gegen diese tolle Sofa sein. So. Sieht mir aber ziemlich eng aus. Ja, für manche einen wird die verdammt eng, das kann ich dir nur jetzt schon sagen. Oh, hallo, Miss Kitty. Hallo, Sheriff Fuzzi, Gott sei Dank bist du endlich wieder zu Hause. Oh Mann, Miss Kitty, wenn ich dich sehe, geht nicht nur am Himmel die Sonne auf, sondern auch in meinem Herzen. Ach ja, du alter Charmeur. Du alte Schatze. Ja, aber sag mal. Ja, was denn? Miss Kitty, die Spuren sind von der Postkutsche da. Ist denn überhaupt der Richter schon hier? Der kommt doch erst morgen. Der kommt erst morgen? Ja. Oh Mann, da musst du unserem Gast doch noch was zu essen machen. Wird auch Zeit. Ach ja, für den habe ich was ganz Gutes. Wasser und Brot. Oh Mann, das Brot ist hart, das Wasser ist warm. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber Miss Kitty, hoffentlich hast du für mich was Leckeres gemacht. Für dich habe ich dein Lieblingsgericht gemacht. Oh, Bohnen mit viel Chili, Papa. Genau, steht drin im Sheriffbüro auf dem Tisch. Weißt du noch, Miss Kitty, was jedes Böhnchen gibt ein Kölnchen und der Chili gibt den Knall. Oh Mann, lieber nicht. Ja, der Gestank war nicht so schlimm, aber das brennt in den Augen. Das glaube ich dir. Ja. So, wenn du fertig bist, kommst du einen gut gebrannten Whisky trinken. Oh, es ist immer wieder schön zu Hause. Das sage ich mir auch immer wieder. Oh. Ist er weg? Ja, der ist weg. Das bist du? Hey, psch! Nicht so laut. Ich hab's doch dem Sheriff gesagt. Ja, ja, ja. Was du nicht alles sagst. Mann, Julius, tu mir bitte einen Gefallen. Halt bloß dein dämliches Maul. Wenn du nicht mit meiner Schwester verheiratet wärst, hätte ich dich dort oben am Galgen verrotten lassen. Vom Pferd fallen. Wie kann man nur auf der Flucht vom Pferd fallen? Ja, ist ja gut. Aber sag mal, wie willst du mich eigentlich hier rausholen? Wie? Ja, wie? Junge, du wirst aufmachen. Hab mir was einfallen lassen. Guck mal, hiermit. Mit einer Kerze? Ja. Was? Nein, du dämlicher Hund. Das ist doch keine Kerze. Und wenn? Dann wäre es die erste Kerze, die sich selbst ausbläst. Das hier ist die neueste Erfindung. Dieses Zeug nennt sich TNT. Und was heißt das? Ist doch egal, was es heißt. Wichtig ist nur, was es macht. Und das hier macht eine Menge. Sobald die Lunte anfängt zu brennen, habe ich dich da 0, nicht raus. Tritt mal einen Schritt zurück. Das macht ja. Ich glaube, der Sheriff kommt. Man, verflix doch eins. Bescheidenes Timing. Wo soll ich mich denn jetzt verstecken? Anders in den Waggons. Nein! Hey. Ab in den Lokus. Was? Ach so, auch gut. Ja, immer mit der Ruheschulstinker. Aber Julius, hör mal. Lass dir nur nichts anmerken. Bin gleich wieder da. Gleich explodiert der Lokus. Oh Mann. War das wieder kürzlich. Ich kann euch sagen, die besten Boni-Westen gibt's nur hier bei mir. So, und jetzt freue ich mich schon auf den selbstgebrannten. Ja, ihr müsst schon entschuldigen, aber was ich nicht in der Hand habe, kann ich auch nicht festhalten, ja. Aber jetzt, mein Gefühl nach, muss der selbstgebrannte, der muss etwas warten, denn, Was denn los, Sheriff? Hast du es eilig? Oh Mann, halt du nur die Fresse. Hast du schon mal wohl mit Chili gebrannt? Junge, das wird dreimal, sag ich dir. Oh Gott, aber
Aber jetzt muss ich ganz schnell unterarbeiten. Junge, Junge. Das kann noch was werden. Oh, oh. Ich glaube, Miss Kitty muss unbedingt den Schiele von dem Boden lassen. Das ist nicht normal. Und eure Unterhose brauche ich auch. Der Boden haben voll durchgeschlagen. Das ist nicht mein Ziel. Explodiert der Lokus, habe ich doch gesagt. Ja. Und gleich explodiert der Lokus. Ich kann dir das sagen. Oh Gott, Prinz. Ach, warte, ihr habt Unterhose. Doc, lebst du noch? Doc, sag doch was. Heiliges Maultier! Dieses TNT hat's echt in sich, sag ich dir. Habe ich doch glatt vergessen, die Lunte auszumachen. Aber gerade noch mal gut gegangen. Julius, zum Glück kann ich so lange die Luft anhalten. Speziell in diesem Fall. Das war Das war waschen und trocknen gleich in einem, sage ich dir. Und was machen wir jetzt? Was jetzt? Na, kennst mich doch. Jetzt greift Plan B. Hab noch eine Stange. Allerdings meine letzte. Dürfte aber genügen. Und wie schon mal erwähnt, hab dich da 0, nichts raus, Schwager. Das heißt, verflixt noch eins. Wenn die Lunte anfängt zu brennen, was ist denn jetzt kaputt? Warte mal, gib mal her. Ja, guck mal. Du musst doch immer darauf achten, dass die Lunte trocken ist, Mann. Ach so. Jetzt müsste es gehen. Ja, gar nicht so dumm, wie er aussieht. Moment mal. Sag mal, du Genie. Hättest du etwa die ganze Zeit über da raus können? Klar. Da sagt er. Aua. Du Idiot. Ich hätte bei der ganzen Nummer draufgehen können. Na, warum bist du denn nicht schon vorher da rausgekommen? Weil der Sheriff gesagt hat, ich soll da drin bleiben. Hm. Na, wenn der Sheriff das sagt. Aua. Du Spinner. Warum nimmt man auf den Kopf? Na, weil nichts drin ist. Seit wann hörst du denn auf das, was der Sheriff dir sagt? Wer ist dein Boss? Er oder ich? Können wir jetzt endlich nach Hause? Ich will zu meiner Bonnie. Ja, denkst du. Deine Bonnie muss leider noch warten. Warum? Warum? Ganz einfach, denk doch mal nach. Eine bessere Chance kriegen wir nie wieder. Der Sheriff ist alleine, wir sind zu zweit. Und wenn ich schon mal hier bin... Ja. Und warum? Na, warum bin ich hier? Weil du Idiot dich hast schnappen lassen, deswegen. Und jetzt komm mit dem Kerl habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen. Aber warum? Na, weil er uns immer in die Suppe spuckt. Deswegen. Ja, und warum? Weil du ein Idiot bist. Na, vielleicht, weil es einen Spaß macht. Weiß ich doch nicht. Beweg dich endlich. Und sag nicht immer, warum. Warum? Julius, ich warne dich. Treib es heute nur nicht zu weit. Bewegung jetzt. Mach doch nicht immer so einen Stress, Mann. Ja, Handarbeit ist angesagt. Aber Doc, der Sheriff ist doch ganz... Halt endlich deinen Mund. Weniger reden, mehr machen. Merkt ihr das? Mach schon. Also, was meine Schwester an dir gefunden hat... Was macht ihr ganzen Vögel denn hier? Ihr wart doch eingesperrt. Das ist nicht der Schau. Mensch, wie der Schau! Komm schon, wie schnell die Alter! Aber es tut mir vielleicht mein Gesicht weh. Ja, und mir mein Hinterteil. Aber ist ja fast das Wetter. Pass auf, da ist sie halt. Schön liegen bleiben, mein Freund. Du alte Hexe. Ach, gib hier. Gib den Wesen her. Schnauze. Sheriff Hutzi, Hilfe. Oh, jawohl. Hallo, Doktor. Endlich, da ist er ja. Sheriff Hutzi, die alte Schweinebacke. Ich dachte, du hättest dich nach Mexiko abgesetzt. Ja, du langhaariger Zeckenzüchter. Wie du siehst, bin ich noch hier. Mann, das hast du gut gemacht, jetzt kotzt sie. Weg, ich hab die Schande. Mann, alles klar, greife! Mann, jetzt, was machen wir jetzt?
Sheriff Fuzzi, das schaffst du nicht alleine. Du brauchst Unterstützung. Aber bis der Marsch und morgen hier sind über alle Berge. Mann, ich meine doch nicht diese Unterstützung. Was sind Dinge? Ich meine diese Unterstützung, darf ich vorstellen, Mr. Gatling. Meine Mr. Ich bin begeistert. Ich auch. Mann, hast du eine coole Drehorgel. Sheriff Fuzzi, das ist ein Gewehr. Ja, das weiß ich auch, aber weißt du, wie das Ding funktioniert? Du hast gesagt, sieht aus wie eine Drehorgel, ja. Funktioniert genauso wie eine Drehorgel. Man muss nur hier an dieser Kurbel drehen und dann kommt ordentlich Musik raus, ja? Miss Kitty? Hä? Geh mal auf Seite. Okay. Wir spielen mal ein bisschen Rock'n'Roll. Du bist verhaftet. Ach, ist ja gut, du hast gewonnen. Was war denn das? Tja, Ladies and Gentlemen, genau so hat sich die Sache damals am Yukon wirklich zugetragen. Aber zum Glück hat ja unser Sheriff Fuzzi wieder einmal über die Ungerechtigkeit triumphiert. Und wer sich jetzt von euch denkt, dass unser Sheriff nach diesem turbulenten Abenteuer seine Sheriff-Stelle gehangen und sich zur Ruhe gesetzt hat, dem muss ich leider enttäuschen. Denn dies war nur eines von vielen Abenteuern, die er noch zu bestehen hat. Also sehen wir uns wieder, wenn es heißt Amerika 1868. Jawohl, meine Damen und Herren, und dieses gleichzeitig Schluss mit unserer Western-Show hier in Fort Sand. Wir